Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike Droste. In diesem Video zeige ich dir, wie du wieder mit dem Sport nach der Geburt trotz Rektusdiastase und Beckenboden anfangen kannst. Fragst du dich, wann du nach der Geburt mit deinem Lieblingssport wieder anfangen kannst? Weißt du nicht so genau, welche Bewegungen jetzt kontraproduktiv bezogen auf die Rückbildung sind? Und hast du Angst, dass durch deinen Sport deine Rektusdiastase oder deine Blasenschwäche sogar noch schlimmer wird? Dann bleib auf jeden Fall dran. Ich erkläre dir, wie du weiterhin Sport machen kannst, ohne dass du gegen deine Rektusdiastase arbeitest. Mit meinen Tipps, die du hier bekommst, wirst du auf jeden Fall deine Bauchwand schließen und auf gar keinen Fall gegen die Rückbildung arbeiten. Und dann macht der Sport auf einmal auch wieder richtig viel Spaß. Ich bin bereits seit über 20 Jahren Physiotherapeutin, habe das Mami-Vital-System entwickelt für die Rückbildung nach der Schwangerschaft, leite die Maike Droste Akademie und hier helfe ich den Frauen, ein richtig geniales und glückliches Leben zu führen. Viel Spaß bei diesem Video und beim Umsetzen meiner Übungen und Tipps und Tricks. Sobald du nach der Schwangerschaft wieder mit deiner Sportart anfangen möchtest, ist es wichtig, dass du erstmal die Basis verstehst, nämlich die sogenannte Grundspannung. Ich gehe jetzt davon aus, dass du schon diese Videos von mir kennst, entweder weil du schon mit dem Mami Vital Kurs arbeitest oder weil du zum Beispiel die anderen Videos auf meinem Kanal auch geguckt hast. Also, das Wichtigste ist, bevor du mit deiner Lieblingssportart anfängst, dass du deine Rektusdiastase wieder kontrolliert schließen kannst und dass du den Beckenboden richtig genial aufbaust, damit du wirklich weißt, dass deine Lieblingssportart nicht wieder die Rückbildung entgegenwirkt und sogar noch verschlechtert. Das erste Thema, was wir beleuchten wollen, ist das Thema Joggen. Joggen, da werde ich sehr oft angeschrieben, Maike, darf ich denn jetzt nach der Schwangerschaft wieder joggen? Beziehungsweise ab wann geht das? Ja, du darfst joggen und ich werde dir auch nicht sagen, wie alt dein Kind dafür sein muss, sondern entscheidend ist, wie weit deine Rückbildung ist. Es gibt Frauen, die machen ab dem ersten Zeitpunkt nach der Schwangerschaft einen perfekten Weg und haben ruckzuck richtig gute Ergebnisse. Andere erfahren zum Beispiel von meinem Mami-Vital-System erst, wenn die Kinder schon 18 sind. Dann wird einfach zu diesem Zeitpunkt gestartet. So, das heißt, wenn du spürst, dass du deinen Korsettmuskel richtig gut schließen und kontrollieren kannst und deinen Beckenboden genauso, dann kannst du anfangen, zum Beispiel so wie ich das gemacht habe, dass du mit ganz kleinen Intervalltraining anfängst. Ich bin zum Beispiel mit meinem Kinderwagen joggen gegangen, indem ich gesagt habe, so, ich bin angefangen zu gehen und ich habe drei Anteile fest vom Beckenboden, Korsettmuskel fest und bin dann angefangen mit der Spannung zu joggen. Ganz einfach, ganz simpel. Mir war es egal, was die anderen gesagt haben. Zum Beispiel 10 Schritte und bin danach wieder gegangen. Kurz die Grundspannung lösen, wieder festigen, alle drei Anteile vom Beckenboden, Korsett wieder eng. Wenn ich gemerkt habe, beides unter Kontrolle, gute Körperhaltung, bin ich wieder gejoggt. Vielleicht wieder 10 Schritte, das war so das Minimum eigentlich und dann habe ich halt gesteigert. Und sobald ich gemerkt habe, dass ein Anteil nicht mehr 100% hält, bin ich sofort wieder nur weiter gegangen. So kannst du dich selber kontrollieren, ob du überhaupt joggen darfst oder nicht. Mach das nicht nur, weil deine Nachbarn dich sehen, dass du das kleine Stück noch weiter joggst, obwohl du merkst, dass zum Beispiel dein Beckenboden oder deine Rektusdiastase nicht mehr gut gehalten werden kann. Und so wirst du merken, dass du immer besser wirst und immer mehr Kontrolle über deinen Körper hast. Zweites Thema ist das Thema HIIT-Training, Aerobic, alles was in diesen Bereich fällt. Viele Frauen möchten gerne ihre ganzen Übungen wieder machen, damit sie aktiv wieder im Fitnessstudio zum Beispiel teilnehmen können. Soziales Verhalten, soziale Kontakte wieder aufblühen lassen und es ist eben wichtig, dass du das auch machen kannst, wenn du dir das einfach, ja, wenn dir das Spaß macht. Hier ist es eigentlich das Gleiche wie beim Joggen. Es ist mir total egal, wie lange diese Gruppe geht. Es ist mir total egal, ob ich sonst die Beste war. Wenn ich ein Kind bekommen habe, dann möchte ich einen richtig genial zurückgebildeten Körper haben. Wenn du also in dieser Gruppe stehst oder auch meinetwegen für dich alleine das HIIT-Training zu Hause machst,
Genau das gleiche wie beim Joggen. Drei Anteile Beckenboden, den Korsettmuskel so anspannen, wie ich dir das in den Videos beibringe. Und mit diesem maximalen Training kannst du dann anfangen, deine Trainingseinheiten zu machen. Und du wirst merken, je komplizierter die Übungen sind, desto mehr wirst du abgelenkt und kannst nicht mehr 100% anspannen. Zack, wenn du eine Sache löst, sofort damit aufhören, egal was die anderen neben dir machen, du bist schlauer. Du verstehst es, dass du dagegen arbeitest. Also kurz stehen bleiben oder meinetwegen gehen, Gehirn nochmal neu konzentrieren, drei Anteile, Beckenboden, also festmachen, den Korsettmuskel richtig festmachen und dann kannst du wieder weitermachen. Und wenn du dann in die nächste Übung reingehst, wirst du merken, dass du wieder voll konzentriert bist. Immer wieder anpassen danach, wie gut du deine Übungen anspannen kannst. Und so kannst du beim Aerobic, beim HIIT-Training und überall mitmachen. Wenn du es noch nicht halten kannst, dann warte lieber, treff die Frauen hinterher an dem Tresen, trink mit ihnen ein Wasser, unterhalte dich da und warte noch ein, zwei Wochen, bevor du wirklich startest. Wenn du deine Rückbildung wieder negativ beeinflusst, hast du da am Ende überhaupt nichts von. Ich möchte die sein, die auf dem Trampolin mit den Kindern springt und nicht die, die weiterhin später nur Wasser trinken darf, weil ich dann nichts machen kann. Das war das Thema HIIT-Training, Aerobic und alles, was dazugehört. Ich bin mir sicher, dass du jetzt viel genauer da auf deinen Körper achten kannst. Und das Dritte, warum ich sehr oft angeschrieben werde, ist das Thema alles, was mit Mattenprogrammen zu tun hat. Bauchmuskeltraining, Rückenmuskeltraining, Brusttraining, zu Hause auf der Matte oder eben auch in den Gruppen. Hier sind einfach gewisse Dinge zu beachten. Wenn du eine Rektusdiastase hast, betrifft natürlich auch HIIT-Training und so weiter. Alles, was mit nach vorne lehnen zu tun hat, bedeutet für dich, dass du deine Rektusdiastase eher wieder auseinanderziehst. Wenn du deinen Körper eher lang machst, dann ist es wie so ein langgezogener, kaputter Reißverschluss, da passiert dann nicht so viel. Ne? Also den Oberkörper eher lang haben, aber man kommt natürlich in gewisse Positionen rein. Willst du jetzt runter? Dann, wenn du schon mit Mami Vital arbeitest, dann weißt du das, dann achtet man natürlich immer darauf, dass man hier den Bauch lang hält, dass man auf diesen Weg runter geht. Wenn du jetzt einfach wieder so runter gehst, machst du das hier richtig weit auseinander. Und damit der Spalt eben wieder eher geschlossen wird, achten wir eben darauf so, du kannst von hier aus runter gehen, gehst dann auf die Seite zum Beispiel, kommst so dann in die Seitenlage bzw. in die Bauch- und Rückenlage. Und wenn du in dieser Position bist, werden ja auch sehr viele Übungen in dem sogenannten Vierfüßlerstand absolviert. Diese Ausgangsposition ist natürlich super. Super ist natürlich die Frage, für wen super? Also bevor ich meine Schwangerschaften erlebt habe, habe ich sehr viel im Vierfüßler gemacht, mittlerweile auch wieder. Aber wenn du so jetzt merkst, du hast die Rektusdiastase, musst du hier verdammt aufpassen. Weil wenn du jetzt in diese Position einfach gehst, dann kommt der Druck von innen und drückt deine Rektusdiastase eher wieder auf. Das heißt, die Organe können sich sogar festklemmen dazwischen. Solltest du zum Beispiel beim Aufräumen der Kinderspielsachen nicht darum herumkommen, man muss immer mal in diese Vorbeuge, dann gehst du schon vorher wieder rein, Grundspannung, drei Anteile vom Beckenboden fest, Korsett fest und erst dann mit dieser dollen Spannung bin ich damals dann immer langsam hin und ich habe mich voll auf diese Grundspannung konzentriert. Und wenn du dann merkst, du kannst das halten, dann darfst du auch wieder leicht anfangen, diese Übungen zu machen. Aber ich habe da eine ganze Weile mit gewartet. Jetzt ist das alles kein Problem. Ich kann jetzt dabei die Liegestütze machen, ich kann sehr viele Sachen in dieser Position machen, aber ich habe lieber länger damit gewartet. Wenn wir jetzt von der Seitenlage ausgehen, Seitenlage ist überhaupt kein Problem. Hier hast du ja auch wieder die Möglichkeit, dass du die Haselnuss einziehst und zusammendrückst. Von hier kommt ein bisschen nach, hier willst du ein bisschen ausweichen. Schon also kontrollieren und dann kannst du auch deine Po-Übung zum Beispiel machen. Gar kein Problem. Bauchlage finde ich immer sehr gut, was Rückentraining angeht. In dieser Position zum Beispiel, dass du hier runterkommst. Hier sind einige Fehler, die sich auch eingeschlichen haben. Da werde ich dir nochmal ein Video zu machen. Ich merke, dass viele immer sehr hoch kommen mit dem Oberkörper. Das ist dann wieder für den Rücken nicht gut. Aber wir sind jetzt beim Thema Rektusdiastase, das heißt die Bauchlage. Da kann nicht so viel passieren, aber denk trotzdem immer an diese Grundspannung. Das ist wirklich das A und O. Rückenlage genauso. Du gehst also von der Seitenlage in die Rückenlage
und kannst dann hier eigentlich deine Übungen sehr gut machen. Hier fallen jetzt die Organe Richtung Wirbelsäule, Richtung Matte. Das heißt, auf deine Rektusdiastase kommt nicht so viel Druck. Alles, was dir gezeigt wird, wo du mit dem Kopf hochkommst, musst du wissen, dass das deine Rektusdiastase auseinanderzieht. Alles. Das heißt, wenn du noch nicht so fit bist, würde ich es ganz rausnehmen. Und sonst, wenn du aus irgendeinem Grund so hoch musst, dein Kind ist auf dir eingeschlafen, du willst irgendeine Sportübung unbedingt machen, dann drei Anteile Beckenboden, Korsett eng, fest und nur mit dieser vollen Spannung kommst du dann hoch. Nur dann, ganz wichtig. Ansonsten alles andere, Brücke bauen, diese ganzen super tollen Übungen, die man hier machen kann. Also das mit Bein ran ist dann ja schon wieder die Steigerung für deinen Korsettmuskel. Das kannst du unglaublich gut durchführen. Rückenlage ist sehr gut, was Rektusdiastase angeht. Zum Kontrollieren, zum Fühlen. Du hast viel Gewicht abgegeben. Das kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Bauchübung. Ich weiß, du willst einen schönen Bauch haben, aber nicht diese Übungen machen den schönen Bauch. Am Ende macht dein Korsettmuskel die schlanke Taille und den flachen Bauch. Und es ist total egal, ob du schon wieder aus der Rückenlage hochkommen kannst oder nicht. Ich habe das eine ganze Weile gar nicht geübt und du siehst, bei mir ist das überhaupt kein Problem mehr. Heute kann ich das machen. Und wenn die Frauen bei mir immer fühlen, dann sind die erschrocken, wie wenig hier zwischen meiner Haut und den Bauchmuskeln im Endeffekt dazwischen ist. Wie eng meine Rektusdiastase, also es ist ja keine mehr, wie schmal dieser Spalt ist. Das ist nicht mal mehr ein Finger. Das kann man schaffen. Zwei Schwangerschaften, zweimal einen Spalt gehabt und zweimal jetzt richtig knacke eng gekriegt. Und das kannst du auf jeden Fall auch schaffen. Ich verstehe, dass du Sport machen willst. Ich will das auch. Ich wollte das sofort, aber ich habe mich immer nach meiner Grundspannung gerichtet. Und wenn du dann wieder richtig fit bist, dann darfst du auch so hochkommen. Aber natürlich am Anfang wieder Grundspannung aufbauen, so wie ich das auch immer zeige, vorsichtig hochkommen, damit dein Rektusdiastasespalt wirklich geschont wird und du den richtig, richtig wieder stramm, fest und sortiert bekommst. Und während andere Frauen immer noch Ausreden suchen und sich irgendwas überlegen, warum sie erst morgen anfangen und heute lieber auf der Couch sitzen, bist du davon überzeugt, dass du jetzt starten willst. Und das finde ich richtig genial. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn du noch weiter den Kontakt zu mir suchst. Schreib mich zum Beispiel bei Facebook an oder abonniere zum Beispiel meinen Kanal. Denk aber dann auch an das kleine Glöckchen. Das bedeutet, YouTube sagt dir Bescheid, wenn ich wieder so ein wertvolles Video für dich herausbringe. Und vor allen Dingen, was jetzt ganz neu ist, es wird mit mir zusammen einen 8-Wochen-Betreuungsplan geben. Dafür kannst du dich bei mir für meine Premium-Konferenzen eintragen. Das heißt, wir werden 8-mal völlig kostenfrei Kontakt haben. Das ist doch total genial. Das ist ganz neu, beginnt im August 2018. Das heißt, du kannst dich jetzt schon dafür melden, per E-Mail zum Beispiel. Das klappt auf jeden Fall super. Und ich freue mich richtig auf deine Erfolge, dass du sagen kannst, ich habe meinen Bauchspalt wieder zu, ich habe einen richtig genialen flachen Bauch und so eine schlanke Taille hatte ich noch nie zuvor, nicht mal vor meinen Kindern. Und das wird richtig super. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss, sagt Maike Drosten.